zur Vorberichterstattung gegen Hertha BSC. Was erwartet uns da? Uns erwartet ein sehr spielstarker Gegner, ein Gegner, der in der Tabelle ganz weit oben steht und mit Sicherheit oben dranbleiben möchte. Und ja, vielleicht auch in der Liga, die das größte Potenzial an spielerischer Stärke mitbringen wird. Hertha ist und bleibt trotzdem Woche für Woche eine Wundertüte, was die personelle Situation angeht, da wir einfach nicht einschätzen können oder wissen können im Vorhinein, welche Profis mitkommen, ob Profis mitkommen und wer letztendlich aufläuft. Da haben sie schon einen größeren Durchlauf in den Spielen gezeigt. Von der Spielanlage, von der taktischen Herangehensweise wirken sie aber sehr stabil, spielen da ihren Stiefel, passen sich dem Gegner nicht groß an und werden versuchen, uns mit ihrer individuellen und spielerischen Klasse zu besiegen. Die Trainingswoche lief in Nachbetrachtung auf das Spiel gegen Luckenwalde sehr ordentlich, sehr gut. Wir waren sehr motiviert, wir hatten sehr viel Freude, viel Spaß im Training, hatten diese Woche auch einige Abschlüsse dabei, was immer gut ist für die Jungs. Glaube ich auch ein Punkt, der ihnen gut tut aktuell. Und bezüglich des Ergebnisses in Luckenwalde ist, kann man sagen, dass es kurz geschmerzt hat, weil einfach der Dreier ja Pflicht war nach diesem Spielverlauf. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten 6 Torchancen aufs Tor, der Gegner 3. Und da sieht man dann einfach schon den Unterschied. Der Gegner nutzt 100% seiner Torchancen, wir dann nur die Hälfte. Und dann muss man statistisch auch sagen, das ist ein Stück weit natürlich auch gerechtfertigt, dass wir das Spiel dann am Ende nicht gewinnen. Nichtsdestotrotz lassen wir den Kopf da nicht hängen. Wir haben es aufgearbeitet und ja, werden zukünftig einfach weiterhin individuelle Fehler versuchen zu vermeiden. Und ja, zu der nächsten Frage, wie enttäuscht waren wir danach? Also für den Moment schon sehr, weil der Dreier war ja nicht nur greifbar, der war ja schon fast auf dem Konto, zumindest vom Gefühl, wenn man in der 91. Tor schießt, dass das nichts bedeutet und dass ein Spiel noch kippen kann. Das weiß man aus der Erfahrung, aus dem Fernsehen. Nur die Situation selbst zu durchleben, ist dann immer noch mal ein bisschen heftiger. Von daher, ja, tat es schon weh, wenn man das erstmal gar nicht glauben möchte in dem Moment. Aber ja, auf der Rückfahrt war es schon eigentlich so klar, dass man Punkte gewonnen hat am Ende des Tages, die wir vor dem Spiel auf jeden Fall mitgenommen hätten. Genau. Ja, im Anschluss kommen wir wieder zu euren Fragen aus der Community hier in dem Podcast zu einem Heimspiel. Und da mal die Frage, ob ich als Trainer lieber die Trainingszeit zur Spielauswertung nutze oder die Spielauswertung an sich nutze, also in Form einer Analyse, einer Videoanalyse, interpretiere ich jetzt mal die Frage. Grundsätzlich muss es immer eine gute Mischung sein, aber am Ende des Tages sind wir Fußballer, ich bin Trainer, wir wollen auf dem Platz, wir wollen auf dem grünen Rasen, wir wollen den Rasen riechen, wir wollen den Ball spüren, wir wollen alles, was wir verbessern können, auf dem Platz gut machen, mit unserem Spielgerät, mit unseren Spielern, Mitspielern zusammen sein, sich bewegen. Also das ist immer das Beste. Du kannst am Ende des Tages dort zum einen was einstudieren, du kannst aber auch gleichzeitig vieles abschütteln, weil du dich einfach bewegst, weil du Dampf ablässt. Deswegen würde ich mich immer für den Trainingsplatz entscheiden, wohl wissend, dass eine Analyse immer wichtig ist. Die machen wir auch wöchentlich. Nur haben wir die Analyse in dieser Woche tatsächlich eingekürzt, wirklich aufs Wesentliche beschränkt, weil so wie der Spielverlauf auch war oder vor allem wie auch die Tore gefallen sind, ja auch ein bisschen Slapstick dabei war. Ja, wenn ich an das Freistoßtor erinnere, wo einfach 4 Spieler von unserem Ball vorbeihauen, das ist dann einfach auch eine Thematik. Wenn ich das den Jungs 5-mal zeige, besteht auch die Gefahr, sie ja zu verunsichern, zu demotivieren. Und von daher sind wir da nicht so groß drauf eingegangen, weil die Jungs am Ende des Tages selber schauen. Die gucken sich selber die Tore an und dann als Trainer da immer noch mal drauf zu hauen, ist schwierig. Haben wir also in dem Fall, in der Situation gar nicht so extrem gemacht und haben lieber trainiert. Ja, Köpfe sind frei. Ich glaube, das hatte ich eingangs auch schon gesagt. Köpfe sind frei. Wir hatten viel Torschusstraining. Hatten Spielform dabei, Umschaltform. Also es hat gescheppert im Training, es hat das Netz gewackelt im Training und ja, das ist eigentlich das Beste für einen Spieler auch. Da denke ich, sind die Spieler in der Trainingswoche trotz der Intensität, die recht hoch war, gut weggekommen. Ja, Christopher ist geplant für nächste Woche. Also Christopher Bibargo ist für nächste Woche geplant, dass er auf jeden Fall im Pokalspiel
sammelt. Wie viel entscheiden wir dann nach der nächsten Trainingswoche und in Abstimmung mit dem Staff, den Physiotherapeuten. Jo. Und dann wird er auf jeden Fall Einsatzzeit haben und nur die Zeit steht noch nicht fest. Und wenn er weiterkommt, lassen wir ihn vielleicht auch ein paar Minuten länger spielen. Aber 45 Minuten sind angepeilt und ich hoffe, die schafft er. Genau. Ansonsten freue ich mich auf heute Abend, macht das Stadion voll und ich hoffe auf Punkte im heimischen Stadion. Bis dahin, schönen Abend.